Name ist Linda. Können Sie mich hören? Ich kann hören, ja. Was gibt's denn? Ah, super. So, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung für Onlinehandel an. Erinnern Sie sich daran? Ah, nein. Aber ich sehe Ihre Anmeldung an der Website. So, ja, warum fragst du dann? Wie ist denn mein Name? Das ist meine Arbeit. Ah, wie ist denn mein Name? Damit wir überhaupt wissen, dass wir mit der richtigen Person sprechen. Rachid Senyali. Hör ich mich an wie ein Ranschid, Alter. Ich bin Russe. Warte, ich gebe dir den Inder mal kurz. Warte. Noch einmal, können Sie Ihren Namen sagen? Hallo, hier ist Rachid. Wer ist da? Hallo? So, ja. Hallo? Madam? Sie sind korrekte Personen. Noch einmal? Vielleicht Sie haben unsere Werbung gesehen für unser Einkommen. Hallo? Hier ist Rachid. Wer bist du? Was? Mein Name ist Rachid. Wer bist du? Wie dein Name? Ja. Mein Name ist Linda. Und wie noch? Ich habe Ihnen. Oder sind wir Bumsfreunde von Linda. Früher? Mein Name ist Linda Weber und ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung. Warum du den falschen Namen sagen? Du kannst Weber nicht deinen Namen aussprechen. Könnt du mir deinen richtigen Namen sagen, dann können wir Candlelight-Date machen? Was meinen Sie? Ja, ich kann irgendwelche Fehler machen in Name und Vorname. Aber eigener Name. Du musst deinen eigenen Namen musst du doch sagen können, ohne Fehler. Wie ist dein richtiger Name? Madariaker. Es tut mir leid. Mir aber auch. Die Fehler manchmal verkehrt. Wie ist dein richtiger Name? Du lügen, du mir anlügen. Madariaker, right? Wieso? Sagen Sie das? Wenn du falsche Namen sagen, Stage nehmen machen, right? Aber sehen Sie... Was ist der richtige Name? Rachid. Ist indischer Name. India, Mangalore. Okay? Okay, und welchen Namen haben Sie? Nein. Bei deinem Namen, deinen richtigen Namen sagen. Motherfuck to you, right? Oh mein Gott, das ist so kompliziert. Warum? Das ist einfach ein Fragen. Was ist dein richtiger Name bei Passport? Mein Name ist Linda Weber. Nein. Das ist gelogen. Du kannst den Namen nicht einmal sprechen. Ich bin nicht Deutsche. Ja, aber dann hast du auch nicht Linda Weber. Was ist dein Name? Bist du Aisha? Nein, mein Name ist Linda. Aber mein Vater kommt aus Deutschland. So, ich habe die Vorname Weber. Vorname Weber? Linda Nachnamen? Das ist ja schrecklich. Da würde ich meine Eltern schlagen. Warum die so machen? Das ist nicht gut für die Kinder. Was meinen Sie? Den mehr schmecken. 3 Stück bei Garten draußen liegen. Die Splooshing machen. Kennst du Splooshing? Das, wenn die sich ganz flach bei den Boden legen. Nein, nichts Gott. Gibt keine Gott. Nur die heilige Und woher kommen Sie? Ich wohne in Kalkutta. Wo? Bangalore, wo India. Ach so, ich verstehe. Ich komme aus Indien. Und warum haben Sie jetzt in Deutschland leben? Weil bei Deutschland Ziegefarmen machen, okay? Ach so. Und mögen Sie Deutschland? Deutschland ist ein sehr gutes Land, Nummer 2 nach Kasachstan, okay? Ja, ich verstehe. Magst du auch Deutschland? Wie bitte? Noch einmal. Magst du auch Deutschland oder nur deutsche Geld? Ja. Ja? Ich habe in Deutschland in Schule. Was hast du in deutscher Schule gemacht? Was meinen Sie? Was? Ja, was du da gemacht haben? Saki 5 Dollar oder was hast du studiert machen? Welche Firma? Hallo? Jetzt, ich habe Ihnen gesagt, dass ich habe in Schule gehen. Ja, aber was für Studium? Welche Hauptfach nehmen? Psychologie, Marketing? Also, ja, ich verstehe. Nein, tust du gar nicht. Finanziell. Das finanzielles Studium? Oh, sehr gut, ja. Sehr gut. Wann kann man bei dir aber nicht, Bitcoin aber kaufen? In Deutschland. Nein? Warum nicht? Nein. Weil meine Mutter kommt aus Polen, so ich habe meine Leben in Polen dort. In Polen? Das ist aber ab 18 dann, oder?
18 plus? Wie bitte? Ist nicht jugendfrei, man bei Deutschland sagen, oder? Ja. 18 plus? Ja. Ja? Oh mein ja. Gott. Das, warum lachen? Wie bitte? Warum du meine lachen? Ich mag lachen. Wieso nicht? Das ist nicht sehr, sehr freundliche. Meerschweinchen. Oh. Sie sind sehr freund auch. Und ich bin von Indien, okay? India. Okay, und in welchem Stadt leben Sie jetzt? Berlin. In Berlin? Right. Oh, mein Vater lebt in Berlin auch. Oh. So, ich habe dort gelebt auch. Ja, wie viele Jahre? Ich habe von Ihnen am Sommer kommt, so. Ich frage, wie viele Jahre du bei Berlin leben und du sagst im Sommer? Nein, ich habe von meinem Vater am Sommer eingekommen. What? Du keinen Sinn machen. Noch einmal? Was du sagen, macht keinen Sinn. Ah, egal. Nö, nee, ist auch egal. Berlin. Möchtest du Geld verdienen oder warum anrufen? Ich rufe Sie wegen Ihrer Anwendung, ja, das ist richtig. Ja, und wie viel Geld kann man machen bei deiner Firma? Madariaka? Mit unserer Unternehmen, Sie können. Look. Du bist sehr so, freundlich, werden, ja? Sie werden etwa von fünf bis 30 Euro pro Tag verdienen. So. In einem Tag? Das ist ja Mafia. Ja, pro Tag. Nein. So, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie in den ersten Monaten Ihre Zusammenarbeit mit uns ein Millionär werden. Aber ein stabiles Einkommen ist möglich. So, im Durchschnitt erhalten unsere Kunden am Anfang 1.000 bis 2.000, 3.000 pro Monat. So, das so ist viel? Möglich. Oh mein Gott. Das ist sehr gut. Da kann ich auch wieder bei Urlaub machen, right? Ja. Okay. Hat du Ferienhaus bei Polen? Wo kann ich ein Vacation machen? Noch einmal. Hat du Ferienhaus bei Polen? Wo kann ich Vacation machen? Nein. Aber unser Hauptsitz located in England. England? Aber unser Hauptsitz in Deutschland ist Frankfurt am Main. Oh, den Kapitalhauptstadt, ja? Ja. Das ist gut, oder? Oder ist nicht gut? Das ist sehr gut. So, wir arbeiten in vielen europäischen Ländern, so Deutschland, Österreich. In vielen europäischen Spanien. Ländern? Ja. Das ist gut, oder? Ganz gut. Und haben Sie bereits Erfahrungen mit dem Handel gemacht? Ziegehandel machen, okay? Bei Indien. Bei India. India. Oh. Ziegehandel. Gut. Und welche Erfahrung haben Sie genau? So mit welchen Vermögenswerken? Ah, wir der 320 Ziegebock haben und 2 Schafbock haben. Ach so. Okay, und vielleicht welche... Kennst du Ziegebock? Goat? Englisch Goat? Welch? Goat? Englisch? Sheep Goat? Auch nicht, oder? Was bedeutet Sheep Goat? Sheep und Goat, the animal. Ah, so. Ja, wir Sheep Farm und Goat Farm bei Indien haben, okay? Ah. Right. Deine Lachen sehr mögen. Das ist sehr gut. Das freut mich. Können wir ein, wie sagt man bei Deutschland, Session machen? Ich weiß nicht genau. Warum? Magst du keine indische Menschen? Nein, ich mache indische Menschen. Oh Gott. Alles in Ordnung. Aber sagen Sie mir, haben Sie vielleicht WhatsApp für diese Nummer? Nein, wir nicht benutzen. Wir Telefon haben und Computer haben. Und Skype haben, okay? Skype? Hast du Skype-Nummer für meine Wahrscheinlichkeit anrufen? Skype.
Skype. Vielleicht haben Sie Telegram? Hast du, wie sagt man bei Deutschland, Webcam? Telegram oder WhatsApp? Webcam. Webcam. Kamera, ja, Videokamera. Videokamera, ja, ich verstehe. Okay, ja? Okay. Sag du mir dein Skype-ID? Lady? Und, wir können in Kontakt bleiben auf... Ja, sehr gerne. Ja. Soll ich dir Fotos schicken von Dating-Profile? Noch einmal. Foto von Dating-Profile. Schicken. Fragezeichen, Punkt. Okay. Ja? Okay. Wie alt bist du und wo wohnst du? 26. Sehr gut. Und wo wohnen? Jetzt, ich wohne in Frankfurt. Main oder, right? Main. Frankfurt bei Main? Mainz? Ja, genau. Das ist sehr gut. Aber ich habe in Berlin auch gelebt. Auch? Ja. Karriereallee, wissen Sie das? Was für ein Ding? Kariensallee. Das ist neben für Hauptbahnhof. Karius und Baktus? Den Kindergeschickten? Hallo? Ja, ja, ich bin da. Das ist sehr gut. Und du putzt du zweimal am Tag deine Zähne? Und vielleicht, es wird besser, wenn Sie WhatsApp herunterladen. Nein. Den heiligen Kuh hat verboten. Das ist nichts gut. Ja, aber ich kann nicht Ihnen jederzeit telefonieren, weil ich habe andere Kundinnen und so weiter. Aber ich mag mit Ihnen reden, so. Oh, wir können bei Skype machen. Moment mal, ich muss das überprüfen. Sollen wir, Frankfurt, das ist weit weg von mir, sonst hätte ich gesagt, wir können ja ein Date bei McDonald's machen, right? Vielleicht. Ja, das bist du. Ich habe gesagt, vielleicht. Ja? Was ist deine, magst du Cheeseburger lieber oder lieber Good Burger, right? Cheeseburger ist besser. Ist besser als Good Burger? Ja. Cheeseburger ist besser, ja, genau. Oh, gute Frau. Kannst du kochen? Ja. Ja, was ist deine Lieblingsessen? ich muss denken. Ja, kannst du das? Das ist gut. Das ist komisch. Was, deine Essen schmeckt komisch? Nein. Aber sag mir, magst du polnische Essen? Ich mag Hühnchen und Speck. Schnecken? Oh, disgusting, right. Hast du indische Essen probieren machen? Ich habe das nicht gekocht, aber ich habe das probieren und das ist so lecker. Oh, was hast du gegessen? Chicken Tikka Masala oder eine andere? Ja, genau. Oh, soll ich dir, wenn wir Date machen, kann ich dir meine Chicken Tikka Masala zeigen, right? Aber erstmal, Sie müssen Ihr Handelskonto aktivieren und dann? Dann können wir machen. Ich werde dir zeigen, aber du darfst nicht dabei Ohnmacht fallen, okay? Kein Passing Out machen. Was meinen Sie? Wenn ich dir zeige, mein Chicken Tikka Masala oder mein Pakora Rolle, right? Und was machen Sie beruflich dann? Darf ich fragen? Ziegefarm, habe ich dir doch gesagt. Ah, das ist Ihre Arbeit. Ich glaube, das war ein Hobby, oder? Nein. Wir Ziegenfarm haben. Ach so. Viele Ziegen. Darf ich fragen, wie viel Sie verdienen mit dieser Farm? Oh, 15.000 bis 20.000 Euro bei dem Monat. 2.000? 20.000, okay? Pro Monat? Ja, einen Monat. Wir 500 Ziegen haben.
Milch machen, Käse machen, Fleisch machen, Leder machen, right? Leder. Wir haben West von Hells Angel wir Exklusivvertrag haben. Die haben nur Westen aus Ziegeleder von meiner Farm, right? Ist beste Ziege bei ganz Kasachstan. Und für Sie besser sprechen Deutsch oder Englisch? India, Hindustan, ich nicht von England kommen. Ja, aber ich weiß nicht Indiensprache. Egal, aber wenn wir gut Clicking machen, dann werde ich die zeigen. Okay. Oh, wir müssen dann ja eine Einführung bei meiner Land vor dir machen. Bist du schon mal bei Indien gewesen, right? Ja. Ja? Wo bist du gewesen? Welche City? Nein. Ich habe nicht in Indien gewesen, so. Oh mein Gott. Aber ich bin auch noch nicht bei Poland gewesen. Noch einmal? Nee, noch gar nicht da gewesen. Nicht nochmal. Gar nicht da gewesen. Nein, nicht jetzt. Okay. Sie kommen auf Warschau. Und was da? Warschau. Ja, Warschau. Was ist da los? Was soll ich da machen? Ich habe dort geboren. Wie viele Kinder hast du da geboren? Ich bin allein in meiner Familie und ich habe keine Kinder. Aber du hast keine Ehemann. Aber sehr gut. Aber du hast gesagt, du hast Kinder in Warschau geboren. Nein. Doch, hat du gerade gesagt. Kann dir vorspielen. Nein, ich habe gesagt, ich bin in Polen geboren. Ach so, wie alt bist du, sag mir. Ich bin 26. Oh. Und ich habe keine Ehemann. Oh, wir können Deal machen, right? Da könntest du mit mir bei Indien kommen. Klingt aus Plan. Aber was? Okay. Was war? Klingt als Plan. Als Plan? Okay, hast du einen deutschen Passport? Ja, ich hab. Ja, guck mal, ich brauche deutsche Passport, du brauchst Ehemann. Wir können Deal machen. Anstand Hochzeit, den Deutschen sagen, oder? Okay, weil ich brauche Passport, ich nicht kriegen. Und wir müssen noch einmal Deal machen, weil jetzt ich bin am Arbeitsplatz. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung und ich habe Ihnen gesagt, dass wir müssen Ihr Handelskonto aktivieren. Okay, und dann kannst du nachher, wenn du bei anderen Menschen anrufen, wenn du Webcam für mir anmachen, da kann ich zugucken. Looky. Okay. Nicht anfassen, aber nur gucken. Aber jetzt sagen Sie mir. Nee, meine Name ist Ranjit. Du könntest du zu mir sagen, okay? Sagen Sie mir. Pengeli@tone.to. Ist das Ihr E-Mail? Ja. Ja, so. Ich kann Ihnen alle Informationen per E-Mail schicken und dann wir können Ihr Handelskonto aktivieren. So, Sie werden mir helfen mit meiner Arbeit. Okay. Und dann ich kann Ihnen helfen und wir werden in Kontakt bleiben. Ist das okay? Wann hast du einen Tag, wo musst du nicht arbeiten? Wochenende. Oh, Wochenende immer viel Arbeit bei Ziegenfarm. Möchtest du bei Ziegenfarm kommen, einen Gucken machen? Anguckung machen? Ja, wir können das machen, aber das ist möglich. Du bist eine gute Frau, ja? Das ist möglich. Aber jetzt, ich muss meine Arbeit machen und wir müssen Ihr Handelskonto aktivieren. Ist das okay? Ja, wir können machen. Wie viel kostet? Wie viel Europa? 250 Euro das kostet. Und dann 2000 Europa bei einem Monat Profit machen, ja? Ja. Oh mein Moment Gott. Mal. Wenn Sie starten mit 250 Euro, Ihr Gewinn wäre nicht so groß. Aber warum denn? Warum? Weil 250 Euro, das ist nicht so große Summe. So, das ist nicht so viel Geld. Das ist für Sie einmal oder zweimal in den Supermarkt gehen. Ne, einmal. Weil du hattest schon mal 300 Ziegebock. Wie viel denn essen? Den immer Heu brauchen, den Apfel brauchen, den Zitronen brauchen. Den immer essen. Meine ganzen Haare essen. So, Sie wissen, das ist nicht so große Summe. Nein, wir können 1000 machen. Hätte kein Problem. 1000 Europa bei einer Firma geben.
Aber dann Bonus kriegen, ja? Deine Firma ja. geben. Und wie viel? Die Bonus. Aha. So, wenn Sie heute Ihr Handelskonto aktivieren, Sie können erhalten Bonus auf, Moment mal, ich werde das, auf 50 Euro. So, Sie werden starten handeln mit 300 Euro. Nein. Stopp, ich habe gesagt, ich möchte bei deiner Firma geben 1000 Euro, okay? Und dann die gute Deal machen für meine. So, Sie möchten investieren in unser Unternehmen 1000? 1000 Euro geben und dann, wenn, gute Profit machen bei Bonus, okay? Ah, okay, das ist kein Problem. So, können wir das jetzt machen? Wir können machen, aber du musst mir sagen, wie viel Bonus du geben bei meiner Inder und dann können wir Deal machen. Bei 1000 Euro? So, 1000, Sie right? Meinen, wie viel können Sie verdienen mit 1000 Euro? Nein. Wie viel Bonus deine Firma geben, wenn ich Big Investment machen, okay? Okay, Moment mal, bleiben auf dem Linie. Ich werde die Finanzabteilung fragen, okay? Okay, ich werde warten. Soll ich Lied singen von Indien? Noch einmal? Soll ich indische Lied für dir singen? Mein Prinzessin, right? Ja, okay. Okay. Und ich winne all das Geld und ich kauf mir ein Oscar. Ho. Bist du noch da? Meine kleine Zuckertraube? Ja, ich bin da. Ich habe die Finanzabteilung Information gefragt. Ja, und was hat er gesagt? Das war cool. So, unser Unternehmen kann Ihnen bieten die Möglichkeit, so wenn Sie investieren 1000 Euro, Sie können ihr als Bonus geben 300 Euro. So, aber Sie müssen erst probieren, wie alles funktioniert. So sehen, wie System funktioniert, wie viel können Sie verdienen und dann, wenn Sie wollen, Sie können mit dieser Summe handeln. Wenn Sie nicht wollen, Sie können das auszahlen machen und das alles. So, der erste Schritt, Sie müssen etwas investieren und sehen. So, mit welcher Summe möchten Sie starten? Hallo, sind Sie noch da? Ich bin da, kannst du mich hören? Ja, ich kann. So, mit welcher Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ich dir sagen, 1000 Euro, aber nur, wenn du bei meiner Ziegefarm kommen. Besuch machen, okay? Okay. Ich habe Ihnen die E-Mail geschickt. Haben Sie es bekommen? Oh, welches bei Benjali, ja? Sie sollten eine E-Mail von Linda Weber erhalten. Haben Sie es bekommen? Nein. Können wir andere E-Mail-Adresse nehmen? Weil ich finde Passwort nicht gerade nicht finden. Wir müssen andere Passwort nehmen, okay? Sie meinen andere E-Mail? Andere E-Mail? Eingeben. Eine andere E-Mail bei deiner geben, ja? Bei Popo reinstecken. Okay, aber dann, Sie müssen mir diese E-Mail buchstabieren. Okay, T wie den Trottel. Davy, Dänemark? Taube, wie der Vogel? Kleine T oder große? Das ist völlig egal bei einem E-Mail-Adress. Ist egal, ob du klein oder groß oder eine Mittel- oder ein Mikropenis wie Drachenlord, ist egal. Okay, T. Dann A wie Anal? A. Aha, U wie die Uhu? Dann B wie Bilbo? Ja. Yep. Und dann E wie die Eule. Wie? Wieder, okay. Also noch eine einmal. Andere Wort. Taube, wie der Vogel. 88, also zweimal den Zahlakt. Moment. B wie Bertha, dort. Nein. Wir noch einmal machen. T wie Taube. Ja. Yep. A wie Anal. Albert. Ja, Uhu. Ja, und dann B wie Bilbo. Bilbo. Und E wie Elefant, okay? Elefant. Ja. Yeah. Und dann zweimal den Zahl 8, 8, 8, 8. Ja. Yep. @AOL.com. Ich liebe Buchstaben. AOL, ja.
Ich bin noch aus der Zeit, die haben bei mir immer den CD bei Briefkasten reinschmeißen. Und weil ich so viel Zeit habe, nicht mit Ziegebock melken, nicht gekundigt haben. Und jeden Morgen kommt, sie haben Post, wenn ich mache an meinem Computer, okay? Okay, und diese E-Mail? Ja, da musst du jetzt schicken, dann kann ich das lesen. Aber du hast noch nicht geschrieben. Okay, und können Sie mir jetzt eine E-Mail geschickt und dann ich kann Ihnen die Überweisungsdaten geschickt. Sie können, right. Können Sie meine E-Mail schreiben irgendwo? Okay. Ja, soll ich jetzt eine Mail schreiben? Ja. Madariaker, also kannst du buchstabiert machen? Buchstaben. Ja. Bock. Ziege so. Buchstabieren. L ja? Wie Linda. Wie deine Vorname, right? Ja, so Linda. Aha. Moment. Was ist jetzt, Linda, ja, soll ich den Namen Linda schreiben oder den Buchstaben Linda schreiben? Erstmal Linda, alles, alle Namen. Einer Name Linda, okay. Ja, so. L wie Ludwig, I wie Ida, N wie Neger. Nordpol. Okay. Nee, ja. D wie Dora. Dido. Okay. A wie Anton. Okay. Ja. Dann Punkt. Punkt. W wie Wilhelm. Aha. E wie Emil. Aha. B wie Bertha. Okay. E wie Emil. Okay. R wie Richard. Rapunzel. Okay. Ja. Ja. Ed. Ed. A wie Anton. Okay. Du kannst ja buchstabieren, das ist gut. L wie Ludwig. Ludwig. Okay. Noch einmal L wie Ludwig. Okay. I wie Ida. Ida. A wie Anton. Okay. N wie Nordpol. Ui, aufschreiben, ja. Ja, C wie Zacharis. What? Zacharis. Karin? Zu. Mit Z? So. Zeppelin, okay. Z, ja. So, Allianz. I wie Ida. Okay. N wie Nicolas. So viele Namen. Ja, ich weiß. Oh, hast du einen zweiten Namen oder Linda deine einzige Name? Einzigen Name. Oh, ich habe drei Namen. Nein, ich habe einen Namen. Nee, aber meine, ich kann drei Namen haben. Ja, ich weiß. Rashid Rakesh Apu Benjali ist mein Name. Moment. Hallo? Lady? Ja, ich bin da. Ja? Moment mal. Was soll ich machen? Hallo? Oh mein Gott. Hallo? Ja, ich bin da. Ich muss überprüfen, vielleicht ich kann Ihnen in Skype finden. Du musst mir deine E-Mail-Adresse weitergeben. Allianz Inn haben wir jetzt geschrieben. Okay. So, Allianz Inn. Aha. Dort. What? W wie Vater. V. V. Wie Victor. Okay. Victor. Vater. Aha. E wie Emil. Okay. S warum? Wie Samuel. Wie Samurai. Okay. T wie Theodor. Theodor. Warum die Menschen bei dir alle Russia reden? Ich höre immer russische Worte bei Hintergrund. Bist du in Moskau, right? Nein. Willst du Sanktionen umgehen? Da kann ich dir nicht helfen. Paruski? Devoska? Paruski? Wie bitte? Devoska? Paruski? Ich verstehe sie ganz nicht. Ja, natürlich. Jetzt wird sie ganz rot. Ich kann das hören. Findet er sehr. Oh, right. Das ist russisch. Nein, das ist deutsch. Aber egal. Das kannst du ja auch nichts.
Allianz Invest aufschreiben? Invest. Punkt. Aha. T wie Theodor. Okay. E wie Emil. Okay. C wie Käse. Käse? Also K wie Kaufmann? C. What? Ketch. Tech? Tech wie Technical, right? Tech, ja. Right. War doch gar nicht so schwierig. Hättest du doch einfach sagen können. So, und können Sie jetzt mir für diese E-Mail etwas schreiben? Ja. Probieren das. Bitte. Jetzt. Ich dir Mail schreiben. Moment. Oh, ja, das bekommen. Super. Kannst du einmal Vorlesung machen? So, jetzt, ich werde Ihnen die Daten schicken. Kannst du bitte einmal vorlesen, dass den E-Mail gekommen, was ich schreiben machen? Bitte. Was ist das? Kommst du mal zeigen, fahren wir heiraten machen? Nö. Ja, ich sehe das. Oh, du Ehemann kriege nicht deutsche Passport bekommen. Das ist ein guter Deal, oder? Ziegenfarm, ja, heißt den Wort. Den Wort heißt Ziegenfarm. Und was du jetzt machen? So, ich habe Ihnen geschickt die Daten für die Überweisung. Haben Sie es bekommen? Muss ich gucken, warte mal. Was meinen Sie? Da ist gekommen, right? Ja. So, können wir das jetzt machen? Wir können machen. Das ist kein Problem. Super. Und ich werde Ihnen bitten, mir das Screenshot oder Foto auf den Bestätigung schicken, per E-Mail auch. Okay? Das ist kein Problem, aber bei Empfänger steht nur Postbank. Da muss man einen Namen reinschreiben. Nein, Sie müssen Postbank eingeben, weil Ihr Geld, unser Unternehmen, nicht kontaktiert mit Ihrem Geld physisch. So, Sie machen die Überweisung direkt auf Ihrem Bankkonto, direkt auf Ihrem Handelskonto. Aber sag mir, so, da muss ich doch einen Namen reinschreiben. Wie ist Name von Firma oder Name von Manager oder Finance Assistant? Da muss hier irgendjemand sein mit einem Namen. Sie können schreiben Trade. Trade? Trade, ja, genau. Okay, und was dann passiert? Was dann passiert machen? So, für Sie, das ist, Sie erneut eröffnet Ihr neues Konto. Eine neue Konto? Ja, das ist Handelskonto. So, nur Sie haben Zugang zu Ihrem Konto, nur Sie sehen Ihr Geld und nur Sie wissen die Passwort. Dann, ich gebe Ihnen die Daten für Ihr Handelskonto. Aber wem gehört denn Konto? Sag mir, wie ist der Name von Inhaber von Konto? Ich muss den reinschreiben, sonst kann ich keine Überweisung machen. Wenn ich nur Postbank reinschreibe, den sagen Error, falsch machen. Musst du einen Namen geben? Nein. Doch. Nein, alles in Ordnung. So, probieren das. Sie werden die Empfänger ist Postbank, IBAN, Sie sehen dort. Ja, aber weißt du, Postbank? Postbank steht ja schon drin bei BIC. Bei BIC steht PBNK. Das bedeutet Postbank. Bei Empfänger muss man Namen reinschreiben von das Kollege, was gehört der Konto oder die Firma. Verstehst du das? Das ist falsch. Okay, Geld wird nicht kommen. Das ist nicht falsch, aber Sie können das probieren. Okay, wenn Sie wollen, Sie können unser Unternehmen eingeben. So schreiben Sie Market Trends. Market Trends Education, right? Ja. Guck mal, das wusste ich, obwohl du es nicht mal gesagt hast. No. Ich bin gut, oder? Ich mache jetzt den Überweisung. Hast du auch PayPal, right? Das ist für Online-Banking. Aber weil du hast gesagt, du nix Paruski, aber deine E-Mail hat oben im Header stehen ganz viele Zeichen auf Kyrillisch, right? Warum? Was meinen Sie? Wenn ich gucke hier, da steht 14. August 23, 14.47 Uhr, aber mit russischen Buchstaben.
Warum machen diese? Ich weiß nicht. Ist dein rufst du an von Moskau, right? Oder von Ulaanbaatar? Und deine Internetseite funktioniert auch nicht. Allianzinvest.tech will dir gerade Internetseite aufmachen. Internetseite kaputt. Server nicht gefunden. Nein, unser Internet. Ich werde Ihnen unsere Webseite schicken. Ja, bitte schick mal die Webseite. Das ist gut. Und ich soll lange Bild machen von Transaction, right? Ja. So, das ist unser. Moment mal, ich muss Ihre E-Mail kopieren. Was ist das für schreckliche Musik bei dir? Kannst du das mal ausmachen? So, ja, ich habe Ihnen unser Link geschickt. Das ist sehr freundlich von dir, ich mir viele Male bedanken. Oh, du hast so eine süße Lachen, sag nicht. Das ist so gut. Bist du bei Knuddels? Nein. Können wir Chatting machen? Ich kann das machen. Bist du bei Lavu? Was ist das? Oh, Dating App, right? Ach so. Ja. Ich kann das machen. Wo können wir Kennenlernung machen? Kannst du mir Fotos schicken, right? Ich werde dir auch eine Foto schicken. Ich kann, aber jetzt, Sie müssen mir Foto auf Bestätigung geschickt. Ja, ich Foto gleich schicken, aber du musst erst mal Website schicken. Noch nicht bekommen. Und ich habe Ihnen Lizenznummer die geschickt. Und Lizenznummer auch schicken. Kein Problem, meine Liebe. Oh, Darling, right? Darf ich Darling zu dir sagen? Okay, kein Problem. Right. Wie ist deine polnische Name, sag mir? Polnisch. Hast du Polish Name, right? Marta. Marta ist dein Name? Okay, sehr gut. Immerhin hast du es endlich zugegeben. Guck mal, das hätten wir vor 30 Minuten schon klären können. Oder noch 35, wir sind fast 40 Minuten telefonieren. Hallo? Ja, Lady. Ich bin da. Was machst du? Du immer noch mit Chicken? Ich habe Ihnen alles geschickt. Haben Sie es bekommen? Nein, nicht gekommen. Die ganze Zeit F5 Drucke. Oh, da. Sehr gut. Office Allianz Invest.site. Du hast zu mir .tech gesagt. Ja, die Musik im Hintergrund passt. Heartbreak. The breaking my heart. Warum hat die Seite keinen Imprint? Right? No Imprint on the website. Das ist unser Unternehmen. Erstlink, okay. Das ist Ihre Plattform, wo Sie werden Handel starten. Ah, aber du hast mir jetzt eine andere Seite geschickt. Eben hast du geschickt allianzinvest.site, jetzt hast du geschickt allianzcapitalpartners.com. Warum? Weil, schauen FCA. Sie mal. Allianz Capital Partners, das ist unsere Webseite. Okay. Mit unserer Firmen und so weiter. Dort steht unser alles Informationen, so Lizenz, wo sind wir located und so weiter. Und ersten Link, das ist Link mit unserer Plattform. Ich dir jetzt genau Bild schicken. Von Transaction machen, okay? Wie bitte? Ich kann mit dir ein Bild schicken. Bild mit was? Von meiner Shawarma, right? Wenn Sie können die Banküberweisung machen. Ich gerade gemacht, jetzt gerade schicken. Oh. Moment. Ich muss mal gucken. Bishopsgate, London, right? Wo hast du dein Deutsch lernen? Hast du von Kaugummi-Automat? Was oder meinen Sie? Wo bekommen deine Englisch und deine Deutsch? Bei Kaugummi-Automat oder von Esculo? Hallo? Nein. Warum nein? Ich sage dir eine Entweder-Oder-Frage und du sagst nein. Was soll ich mit dir machen?
Karatschinka, Maya. Sie haben mich beleidigt. Warum denn? Madariakarai. Weil sie nicht die Banküberweisung machen. Ja, aber du bist ja Betrüger. Warum soll ich dir Geld geben? Sie werden mir nicht die Geld geben. Na, du bist Betrüger. Kriminell. Nein. Doch. Wieso denken Sie das? Du schickst falsche Internetseite, du sagst falsche Name, du machst Fake FCI-Number von anderen Firma und du bist live bei YouTube, okay? Überprüfen Sie das. You are live on youtube.com, okay? Scammer, Kriminell, Abschaum. Ach so. Ja, wir Live-Show machen, right? Die ganze Zeit, seit fast einer Stunde, wir dich verarschen. Krimineller Abschaum, right? Oh, vielleicht Sie sind Betrüger. Nein, du bist Betrüger. Du bist ganz kriminell. Nein. Doch. Devoska kriminell, right? Hallo. Viele Leute sich schon ganz lange Rakesh Anruf wünschen, weil nicht viele Menschen den Quatsch mitmachen, aber du sehr dumm und du alle zuhören, right? Nein. Doch, ich meine, wer sagt zu für eine Hochzeit zu, nur damit man ein bisschen Geld verdienen kann? Du bitte eine ganz böse Kriminelle, Schweinehund. Warum denken Sie das? Das ist Wahrheit. Eternal Truth, right? Nein. Doch, du bist kriminell, du weißt doch selber. Ich habe Ihnen alles Informationen geschickt. Alles fake. Sie mehr? Fake und Lie. Alles gelogen, alles Lügen. Nein, doch, weil wir arbeiten mit ich Postbank. Die Postbank. Ich habe gleich diese Art. Motherfuckerei. Unternehmen können mit Real Deutsche Bank arbeiten. Das ist ich diese Fall. Nummer. Ich diese. Halt die Schnauze. Ich shut habe up. Ihnen die alle Informationen geschickt. Shut so, up. Sie sehen unsere Website. Ich diese Nummer ich gleich bei Polizei geben, Website. Right? Okay. Ja, die überprüfen das. Ja, die kommen nach Moskau und holen dich ab, right? Was ein Gesindel, ein Dummes. Ich hätte es jetzt noch länger rausziehen können, aber das wurde traurig und langweilig langsam.